dann nützt mir der Ökostromvertrag jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel. Es ist nicht so ganz einfach. Er speist quasi auf gut Glück Energie ein. Muss zeitgerecht geladen werden, damit für diesen Auftrag genügend Strom im Auto ist. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich sitze hier in meiner Zoe und ich habe ein Problem. Und zwar folgendes Problem, ich muss laden. Jetzt werdet ihr sagen, wo ist das Problem? Steckt doch einfach das Teil in die Wallbox und dann lad auf. Aber so einfach möchte ich mir das nicht machen. Folgendes Problem, meine Zoe zeigt mir an, wir blenden das hier mal ein. Ich habe jetzt noch ungefähr für rund 50 Kilometer Strom im Akku. Meine Tochter muss morgen wieder einige Strecken mit dem Auto fahren. Vermutlich ist es auch morgen wieder relativ kalt, das heißt, sie muss heizen und sie hat mich gebeten, das Auto aufzuladen. Ist an sich ja auch überhaupt gar kein Problem, wenn da nicht die Sache mit dem Strom und den CO2-Emissionen wäre. Und natürlich habe ich jetzt nicht vor, irgendwie hier so ein Laufrad, so ein Generator ans Auto anzuschließen, um möglichst CO2-arm zu laden. Aber ich habe schon so ein kleines bisschen so ein Problem, denn im Moment sieht es nämlich gar nicht so richtig gut aus mit den CO2-Emissionen im Stromnetz. Ich habe hier mal, das blenden wir euch jetzt hier mal ein, eine Webseite aufgerufen, die heißt electricitymap.org. Einige von euch kennen die vielleicht. Und zwar kann man sich auf dieser Webseite die aktuellen CO2-Emissionen im bundesdeutschen Durchschnitt mal angucken, auch von anderen Ländern. Und ihr seht hier, Deutschland in der Mitte ist ziemlich dunkelbraun. Das heißt, die CO2-Intensität pro Kilowattstunde, die ist relativ hoch. Wenn ich das hier mal antippe, dann sieht man, dass im Moment zwar 53% des Stroms in Deutschland CO2-arm erzeugt werden. Da steckt aber auch eine Menge Kernkraft drin. 37% werden regenerativ erzeugt und im Durchschnitt ergibt das CO2-Emissionen von stolzen 390 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist relativ viel. Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt der CO2-Emissionen pro Kilowattstunde im Jahr 2019. Für mich ist das zu viel zum Laden. Ich möchte das Auto lieber laden, wenn weniger CO2-Emissionen im Netz sind. Deswegen ist für mich einfach der jetzige Zeitpunkt einfach ein bisschen schlecht, das Auto zu laden. Woher kommen diese hohen CO2-Emissionen? Wenn man hier an der Seite mal guckt, da hat man diese Balkendiagramme und da seht ihr also unter anderem die Kohle, die hier also im Moment mit knapp 35% an der deutschen Stromerzeugung beteiligt ist. Immerhin mit über 800 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Was ist noch beteiligt? Erdgas ist im Moment beteiligt mit etwa 9%. Solarenergie ist auch noch dran, obwohl wir wissen, jetzt ist es um 3:30 und die Sonne geht jetzt langsam unter und die Daten sind wahrscheinlich auch nicht ganz aktuell, aber immerhin noch knapp 19% der Stromerzeugung kommen aus Solarenergie. Wind ist im Moment relativ wenig und gerade mal 3% und Biomasse sind auch nur 3%, also der Strommix ist nicht sonderlich sauber. Das kann man auch noch mal ein bisschen deutlicher sehen, wenn man hier noch sich eine andere App aufruft. Das habe ich mal hier aufgerufen und zwar für alle, die vielleicht auch im Netzgebiet Nordost unterwegs sind. Hier gibt es, hier ist der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Und 50 Hertz hat eine sehr schöne App, die es für Windows, iOS und Android gibt. Und da kann man sich auch mal die aktuelle Erzeugung und die Einspeisung angucken. Und da kann man eben hier zum Beispiel sehr deutlich sehen, dass die Erzeugung von Windstrom im Moment sehr, sehr niedrig ist. Wir haben also eine Einspeisung von etwas über der Prognose, aber es sind nur 200 Megawatt an Windleistung, die eingespeist werden. Das ist also sehr, sehr wenig. Für Brandenburg ist das echt sehr, sehr wenig. Und aber man kann sehen, es wird zum Abend hin mehr und man kann sich auch mal die Photovoltaik angucken. Die Photovoltaik war heute nicht so stark wie vorher gesagt. Wir haben jetzt im Moment noch einen Wert von ungefähr 1700 Megawatt. Der sollte eigentlich höher liegen, seht ihr hier oben an der Prognose. Das heißt also wenig Wind und die Photovoltaik, die geht hier im Netzgebiet Nordost, wo wir wohnen, also auch schon so langsam aus dem Tag heraus. Ja, und wenn man sich dann mal Braunkohle aufruft, dann sieht man hier, die Braunkohle, die arbeitet heute den ganzen Tag über schon sehr
stabil mit um die 6,5 Gigawatt. Das heißt also, es ist tatsächlich so, wir haben echt eine Menge Kohle im Netz. So, jetzt könnte ich mir natürlich einen schlanken Fuß machen und sagen, was nutzt mich das alles, was kratzt mich das alles? Ich habe einen Ökostromvertrag und dann mache ich mir überhaupt Gedanken drüber? Das Problem ist aber natürlich, das muss man halt klar sagen, den Strom, den ich definitiv jetzt nutze, der kommt eben wirklich nur zu einem geringen Teil aus erneuerbaren Energien. Physikalisch, also die physikalische Versorgung ist im Moment eben einfach sehr, sehr mau, was den Beitrag der erneuerbaren Energien angeht. Und dann nützt mir der Ökostromvertrag jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel, denn der Ökostromvertrag, der richtet sich ja nach meinem Hausverbrauch hier nebenan, nach dem Standardlastprofil fürs Haus und nicht fürs Auto. Und wenn ich die Zoe jetzt anschließe, dann zieht die mal eben 10, 11, 12, vielleicht sogar noch mehr kW Leistung. Und das ist halt deutlich mehr, als nach Lastprofil jetzt unser Haushalt verbrauchen würde. Das heißt, ich greife tatsächlich Ökostromvertrag hin oder her auf fossile Energien hier zurück. Und das möchte ich eigentlich nicht so richtig gerne. Das finde ich ein bisschen doof und deswegen bleibt mir nun eigentlich nichts anderes übrig als, und ich blende jetzt nochmal hier das Chart für die Windenergie rein, meine Ladung ein bisschen zu verschieben. Und damit sind wir nämlich auch schon beim eigentlichen Thema dieses Videos, nämlich schafft man das Laden des Elektroautos so im Laufe des Tages oder der Woche zu verschieben, dass man möglichst immer nur dann lädt, wenn man auch einen möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien im Netz hat. Und genau so ein Experiment haben wir vor einigen Wochen hier mal bei uns in der Interessengemeinschaft gemacht. Einige haben mitgemacht und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben das Ganze gemacht auch noch in einer Zeit, als noch deutlich auch mehr Photovoltaik Strom zur Verfügung stand. Trotz allem war das für einige trotzdem eine Herausforderung. Und ich blende jetzt nochmal die Webseite ein, die ich euch vorhin hier gezeigt habe. Und zwar haben wir in der Vorbereitung dieses Experimentes uns halt überlegt, was ist denn so die Grenze, wo wir sagen, okay, also ab dieser CO2-Intensität geben wir sozusagen das Laden für uns frei. Und wir haben uns entschieden für einen Wert von 250 Gramm pro Kilowattstunde, denn das entspricht, wenn man die Charts und die Werte ein bisschen verfolgt, 250 Gramm pro Kilowattstunde entspricht ungefähr dem Durchschnittswert, wenn wir in Deutschland bei 65% erneuerbaren Strom im Netz angekommen sind. Das heißt, wir sind sozusagen mal vorangeschritten. Wir haben mal simuliert, wie ist das dann, und haben eben die Regel aufgelegt, es sollte möglichst immer nur geladen werden, wenn dieser CO2-Intensitätswert, ich blende ihn jetzt hier nochmal ein, jetzt ist er sogar schon auf 414 gestiegen, wenn dieser Wert unter 250 Gramm pro Kilowattstunde lag. Und dieses Video soll ein bisschen über die Erfahrungen und die Ergebnisse berichten. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wie gesagt, für mich ist jetzt hier in der Zoe erstmal Schluss, weil ich werde jetzt nicht laden. Ich werde mein Auto also heute Abend so zwischen 8 und 9 vielleicht nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde laden. Das reicht dann auf jeden Fall aus. Mehr und besser geht's halt heute nicht. Und deswegen schon mal der erste Tipp, wenn eben das nicht besser geht, dann vielleicht nur so viel laden, wie man unbedingt gerade braucht und nicht unbedingt den Akku vollknallen. Denn möglicherweise haben wir morgen mehr Wind oder mehr Sonne und einfach einen anderen Strommix und können dann sauberer laden. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video und dann melde ich mich auch gleich wieder und bin mal auch gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr jetzt Lust habt, dann abonniert doch einfach mal gleich unseren Kanal. Jetzt geht's los. Ich habe in den letzten Wochen an einer Challenge teilgenommen, die Julian von der IGE MBB ausgerufen hat. Argument der Elektroauto-Gegner ist durchaus zu sagen, wir haben zwar einen deutschen Stromsee, in dem es auch eine gewisse Menge an regenerativer Energie vorhanden, aber den Strom, den das Elektroauto bekommt, bekommt es in der Regel vom nächsten Erzeuger. Und das ist in meinem Fall das Kohlekraftwerk in Wedel in Holstein. Und das ist als Dreckschleuder deutschlandweit ja schon bekannt. Um diesem Argument ein bisschen entgegenwirken zu können, habe ich an dieser Challenge teilgenommen. Das Ganze habe ich angefangen Ende Juli, habe es durch den August gezogen und jetzt im September mache ich so eine Art kleinen Abschluss. Ich werde es noch bis Monatsende durchführen, weil ich im August für mein Transportgewerbe
aufgrund der Ferien nur sehr, sehr geringen Umsatz habe und letztendlich eigentlich der August kein repräsentativer Monat ist. Ich habe letztendlich für unsere Auswertung einen Zeitraum gewählt vom Mitte August bis Mitte September, 4 Wochen, und muss am Ende feststellen, es ist nicht so ganz einfach. Zum einen muss man sehr, sehr genau anhand der App nachverfolgen, wann Strom zur Verfügung steht, der aus regenerativen Energien überwiegend hergestellt wird. Witzigerweise ist das häufig an Sonntagnachmittagen der Fall und ansonsten an Tagen zwischen 12 und 16 Uhr, dem September und dem August geschuldet und der Tatsache, dass es dann hauptsächlich um Photovoltaik geht. Wir hatten festgesetzt einen Grenzwert von 251 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde als Maximum festzulegen. Das habe ich leider nicht ganz erreicht. Ich bin rausgekommen insgesamt mit 291 Gramm pro CO2 pro Kilowattstunde. Das heißt, ich konnte noch unter 300 Gramm bleiben. Habe verbraucht während dieser Zeit 18,62 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was letztendlich einem Wert von 54,2 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht. Gefahren habe ich während dieser Zeit an 12 Arbeitstagen und 15 Aufträgen 729 Kilometer. Corona-bedingt sind 2 Fahrtouren weggefallen, was normalerweise für einen normalen Monat von 1000 bis 1500 Kilometer spricht. Etwa 18 bis 20 Arbeitstagen und um 20 bis 22 Aufträgen. Schwierigkeit ist, wenn der Kunde sagt, wann der Auftrag stattfindet, muss zeitgerecht geladen werden, damit für diesen Auftrag genügend Strom im Auto ist. Ohne weiteres möglich, aber nicht immer CO2-arm. Das heißt, ich habe auch einige Ladevorgänge machen müssen in einem Zeitraum, in dem absolut kein ausreichender regenerativer Strom im Netz verfügbar war. Lösungsmöglichkeiten gibt es vielleicht, indem man Strom speichert. Das heißt, die Leute, die anders als ich eine Photovoltaikanlage haben und die Möglichkeit, den am Tag aufgenommenen Photovoltaikstrom für die Nacht zu speichern, um dann in der Nacht das Auto zu laden und möglicherweise mit geringen Mengen Nachtstrom das Ganze zu toppen, um letztendlich am nächsten Tag für die Aufträge den Akku voll zu haben, sind da eindeutig im Vorteil. Ja, unterm Strich gesehen, die Challenge war interessant, hat letztendlich eine ganze Menge Spaß gemacht, hat durchaus den Horizont erweitert und ich werde sie für mich erstmal bis zum Monatsende September durchführen und mit Sicherheit auch danach weiter beachten. Tschüss, sagt der kleine Transporteur aus Hamburg. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Ziel dieses Experimentes war, möglichst CO2-frei zu laden. Und nun ist es so, dass die Netzbetreiber ja nicht wissen, wann ich mein Auto lade. Dementsprechend das Ladeprofil von Elektrofahrzeugen im Moment sich auch noch nicht so richtig in den Lastprofilen abbildet. Es gibt ein Lastprofil für Elektrofahrzeuge hier, zum Beispiel von der EDIS. Das ist der Netzbetreiber hier bei uns in Brandenburg. Und dieses Lastprofil liegt mir auch vor. Und dieses Lastprofil ist so simpel aufgebaut. Es geht nämlich mal davon aus, dass zu jeder Stunde, zu jeder Viertelstunde, Lastprofile werden im Viertelstundentakt aufgestellt, zu jeder Viertelstunde die gleiche Menge an Energie eingespeist wird. Das heißt, der Netzbetreiber weiß überhaupt nicht, wann ich das Elektroauto lade. Er speist quasi auf gut Glück eine gewisse Menge an Energie ein, beziehungsweise gibt das den Versorgern vor, entsprechend auf gut Glück hier eine bestimmte Menge an Energie einzuspeisen. Die hat natürlich mit dem realen Ladeprofil nichts zu tun.
Ich möchte allerdings möglichst CO2-frei laden. Das heißt, ich muss mich jetzt selber, wenn ich das unbedingt möchte, ein bisschen darum kümmern. Denn das, was wir, wie gesagt, meinen Stromversorger ins Netz einspeist, wann er das tut und wie viel er das macht, hat mit dem realen Ladeprofil nichts zu tun. Schauen wir uns also mal ganz praktisch an, warum es gerade Sinn macht, jetzt, das ist jetzt genau gerade 6 Uhr, jetzt zu laden. Ich habe jetzt hier mal die Webseite aufgerufen, die ich euch schon gezeigt habe. Wir blenden das alles jetzt hier mal ein. Und zwar bei dieser Webseite Electricity Maps kann man sehr schön sehen, dass der Durchschnitt in Deutschland jetzt bei 168 Gramm CO2 pro Kilowattstunde liegt. Und man kann an dem Balkendiagramm hier links auch sehr schön erkennen, dass wir im Moment einen sehr, sehr hohen Anteil an Windenergie im Ganzen, in der ganzen Stromversorgung haben. In Zahlen ausgedrückt heißt es, dass etwa 66% des Stroms, der in Deutschland gerade erzeugt wird, aus erneuerbaren Energien stammt. Und wenn wir jetzt die Kernenergie noch dazu nehmen, dann sind wir bei 81% CO2-armer Stromerzeugung. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Wert, der deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Der Durchschnitt lag 2019 bei etwa 400 Gramm. Gehen wir mal weiter und schauen wir uns mal die Prognose für den heutigen Tag an. Und zwar nehme ich jetzt mal hier die App von 50 Hertz. 50 Hertz ist der Übertragungsnetzbetreiber hier in Nordostdeutschland. Und der, das könnt ihr hier an der Grafik sehr schön sehen, zeigt halt auch eine Art Maximum an jetzt ungefähr um 6 Uhr. Es zeigt auch nochmal ein Maximum am heute Abend, so ab ungefähr 21 Uhr. Aber da ist meine Tochter mit der Zoe dann noch unterwegs beim Arbeiten und dann kann nicht geladen werden. Das nächste Bild zeigt mal die darauf reagierende Braunkohleeinspeisung an. Und da könnt ihr deutlich sehen, dass also die Braunkohleeinspeisung heute Nacht so kurz nach 1 runtergefahren wurde. Das ist also korreliert mit dem Aufkommen von Wind und immer weiter runtergefahren wurde und jetzt um etwa 6 Uhr bei einem Minimum liegt von etwa 2,5 Gigawatt. Dieses Minimum kann leider im Moment noch nicht unterschritten werden, weil da unter anderem zum Beispiel auch die Fernwärmeversorgung in einigen Brandenburger Städten dranhängt. Aber wir haben eben auch jetzt einen sehr guten Wert, was die Winderzeugung angeht. Sonne ist ja noch nicht, ihr könnt ja sehen, es ist um mich herum draußen noch stockduster. Der Grünstromindex zeigt im Prinzip genau das Gleiche, nämlich 6 Uhr sind wir jetzt gerade, wie gesagt, einen sehr hohen Wert. Die lokale Ökostromproduktion liegt bei 28 Gramm pro Kilowatt, 28 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Wird noch ein bisschen besser bis um 10, weil dann eben auch die Sonne aufgeht. Aber wie gesagt, so lange kann ich eben leider nicht laden. Und der Grünstromindex zeigt auch und bestätigt auch die Prognose von 50 Hertz, nämlich dass wir heute Abend so ab zwischen 21 und 22 Uhr auch nochmal kräftigen Windstoß kriegen und dann auch das Laden besonders CO2-frei wäre. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal zum Schluss abgleiche mit der aktuellen Wetterprognose, dann zeigt mir das auch ganz deutlich, dass eigentlich der beste Zeitpunkt wäre, ja so gegen 10 Uhr vormittags zu laden. Aber wie gesagt, das geht eben leider nicht. Und dann werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick auf die Energy Charts. Auch hier können wir sehr schön sehen, das finde ich hier sehr, sehr gut. Wir haben jetzt bereits eine relativ hohe Windproduktion von über 26 Gigawatt Wind, die in Deutschland ins Netz eingespeist wird. Und was ich an dieser Grafik sehr, sehr schön finde, ist, wir sehen hier in der schwarzen Linie die prognostizierte Last, also den tatsächlichen Verbrauch in Deutschland. Alles, was drüber liegt, Differenz zwischen Last und Produktion wird exportiert. Und da können wir hier sehr, sehr schön deutlich an dieser schwarzen Linie diese beiden Peaks sehen, nämlich einmal am Vormittag und einmal dann zum Abend hin. Und das finde ich hier sehr, sehr schön. Deswegen jetzt habe ich auch mal rot eingekreist. Diese beiden Peaks werden sozusagen heute mal sehr schön von Wind und Sonnenenergie begleitet. Also heute wirklich ein Tag zum Laden. Ein Tag, bei dem man sich eine Menge sauberen Strom ins Auto laden kann. Und ja, weil wir eben jetzt im Moment diese günstige Prognose um 6 Uhr haben, habe ich die Zoe eben jetzt mal angeschlossen und werde jetzt ungefähr eine halbe Stunde laden. Denn dann werden auch die ersten Haushalte schon wieder wach. Die Kaffeemaschinen werden angeschmissen, die Wasserkocher werden angeschmissen. Da wird eine Menge Energie verbraucht. Dann gehe ich mit dem Auto wieder aus dem Netz.
Ja, und das ist eigentlich das, was wir sicherlich auch in Zukunft brauchen, nämlich dieses gesteuerte, dieses intelligente Laden. Das Auto immer dann laden, wenn der beste Zeitpunkt dafür ist. Und der ist genau jetzt. Und deswegen pumpe ich jetzt die Zoe noch ein bisschen mit Strom voll. Ein paar Prozent hat sie schon gewonnen. Gleich geht's weiter. Und damit kommen wir zum Fazit dieses kleinen Experimentes, das wir im letzten Spätsommer durchgeführt haben. Inzwischen ist es schon Mitte Februar 2021, das heißt, es sind eine ganze Menge Monate ins Land gegangen und dieses Video und dieses Fazit sollten eigentlich schon viel früher aufgezeichnet und veröffentlicht worden sein, aber es ist so viel dazwischen gekommen, dass es sich irgendwie immer nicht ergeben hat, alles fertig zu machen. Vielleicht gar nicht so schlecht, denn das ganze Thema gesteuertes Laden, das hat ja in den letzten Tagen und vor allem in den letzten Wochen richtig an Fahrt bekommen. Wir haben öfter schon darüber berichtet, in den Zeitungen ist darüber berichtet worden. Das Laden wird sich also in den nächsten Jahren ein bisschen verändern und es wird sich nach anderen Kriterien richten. Unter anderem könnte eben das Laden nach dem Anteil erneuerbarer Energien stärker in den Fokus rücken. Die Teilnehmer unseres Experimentes haben letztlich nichts beweisen wollen. Sie wollten niemanden irgendwie zeigen, schau mal, wie super das alles mit dem Elektroauto ist und das geht alles heute schon mit CO2-freiem Laden und so weiter. Denn das hat nicht bei allen hundertprozentig funktioniert. Es hat sich vor allem gezeigt, dass es so ein paar Kriterien gibt, die es heute noch schwierig machen, möglichst viel erneuerbare Energien sozusagen in den Akku zu bekommen beziehungsweise zu solchen Zeiten zu laden. Und dazu gehört zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit des Fahrzeuges, wenn es zum Beispiel nur ein relativ schmales Zeitfenster an einem Tag gab, an dem eben viel erneuerbare Energien im Netz waren. Das könnte aber auch die Nutzung des Fahrzeuges sein. Wer sein Fahrzeug zum Beispiel gewerblich nutzt, nicht warten kann, oder wer sein Fahrzeug immer zu ganz bestimmten, sich wiederholenden Zeiten nutzt, der merkt, das ist schwierig, denn wenn es zum Beispiel über Nacht eben kein entsprechendes Angebot an erneuerbaren Energien gibt, wenn der Anteil sehr gering war, dann wurde eben trotzdem geladen. Am nächsten Tag musste das Fahrzeug halt fahrbereit sein. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Größe des Akkus. Je größer der Akku der Fahrzeuge war, desto leichter war es, diese Anforderungen zu erfüllen, immer nur dann zu laden, wenn wir eben einen hohen Anteil erneuerbarer Energien im Netz haben. Mir ist es vergleichsweise leicht gefallen. Ich musste in der Zeit jetzt nicht immer und regelmäßig und große Strecken fahren und konnte auch aufs Fahrrad ausweichen. Bei anderen war das ein bisschen anders. Die große Anzahl der Teilnehmer hat es aber geschafft und konnte zu weit über 90% immer dann laden, wenn eben ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien im Netz war. Dieses kleine Experiment hat auch gezeigt, dass es heute schon vielfältige Hilfsmittel gibt, um rauszukriegen, wann eben die beste Zeit zum Laden mit erneuerbaren Energien ist. Ob es jetzt bestimmte Webseiten sind oder bestimmte Apps, die wir angesprochen haben. Mir persönlich hat der Grünstromindex besonders stark geholfen. Das tut er auch heute noch. Ein morgendlicher Blick sozusagen auf den Grünstromindex zeigt mir, wann hier bei uns in der Region viel Grünstrom im Netz ist. Also, das ganze Thema werden wir selbstverständlich weiter verfolgen. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich an alle, die so fleißig mitgemacht und teilgenommen haben. Alle, die ihre Fahrten protokolliert haben, die so akribisch Buch geführt haben, die genau ausgerechnet und geguckt haben, wann kann ich laden, wann sollte ich das lassen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß und Lust gehabt. Vielleicht probiert ihr das ja selber auch mal aus. Die entsprechenden Tools und Webseiten, die verlinken wir unter dem Video. In dem Sinne, herzlichen Dank für alle, die mitgemacht haben und herzlichen Dank an euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!